Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge Metropolis 1998 und nicht 1999. Diesmal haben wir hier unsere kleine Stadt und wir werden versuchen, bis das Ganze wieder anfängt, dadurch, dass es tags ist und die Leute anfangen zu arbeiten, hoffentlich, werde ich versuchen, ein mehrstöckiges Haus zu bauen, das Nasentier meint. Das könnte sehr, sehr witzig werden. So, wir nehmen mal das Ganze ein bisschen größer. Ich möchte ein großes Ghetto bauen. Dann fangen wir an. Und zwar, glaube ich, man muss anfangen erstmal mit was Mixed Use. Und zwar braucht man ja erstmal so eine Art Hausflur. So, den bauen wir nach hier. Dann bauen wir auf der einen Seite. Ich versuche mal symmetrisch zu bauen. Ein... Ach, der hat geautosaved. Ein Bedroom für beide Parteien. So, dann brauchen die ein Living Room. So, von hier bis hier. Das ist gar nicht so einfach, das symmetrisch hinzukriegen. Okay, Nase sagt, ich soll mal auf die Kamera klicken. Wie hier? Okay, okay. Jetzt ist es natürlich deutlich einfacher, sowas zu bauen. So, dann kriegen die jeweils noch eine Küche. Hier diese zwei Felder. Und ein Badezimmer. Sehr schön. Es wäre praktisch, wenn die vom Anfang an einen festen Untergrund hätten, dass zum Beispiel alle Badezimmer, die man neu baut, zum Beispiel diese Fliesen hier hätten, dann wüsste man sofort, was was ist. So, mehr bekommen die nicht. Dann brauche ich natürlich Türen, da gibt es natürlich dann die... Okay, die kann ich dann hier in dem Modus wahrscheinlich nicht platzieren. So, hier eine schöne Doppeltür. Dann geht man bei beiden hier rein. Und nach da, nach da... Einmal nach da, einmal nach da. So, dann ist das quasi deren gemeinsame Hausflur. Dann braucht man wahrscheinlich Treppen. Okay, diese Treppen, die mache ich dann mal mit R hier hinten hin. Das ist einfach G. Wahrscheinlich immer dann... Immer den Finger auf G halten. Das ist gar nicht mal so unpraktisch. Obwohl E wäre wahrscheinlich noch besser, weil E noch näher dran ist. Dann muss ich hoch. Dann habe ich hier das Dach. Kann ich dann hier auch einfach... Ah, da wird mir angezeigt, wie das unten ist. Dann kriegen hier beide nochmal ein Bedroom. Nochmal beide das Mixed Use. Was war der Rest? Der Rest war Living Room. Okay, dann müssen die halt im Wohnzimmer essen. So, wenn man im Ghetto wohnt, kann man sich das nicht aussuchen. Dann war das hier die Kitchen. Habe ich das kaputt gebaut? Nein, habe ich nicht. Ach, das ist das Dach. Und dann nochmal hier den Bathroom. So, jetzt muss ich das alles dann aber auch nochmal... Mixed Use. Und ich glaube, ich mache erstmal drei Stück. Ansonsten ist das zu viel Arbeit, das dann auch einzurichten. Die können sich ja selber Häuser bauen. Warum können die sich die selber nicht einrichten, oder? Living. Und Kitchen, Kitchen, Kitchen. Oh nein, hier habe ich was falsch gemacht. Ich darf das nicht rückgängig machen. Kitchen. Kitchen, das ist schon eine Herausforderung. So, jetzt brauchen die auch nochmal alle Türen. Nein, genau da nicht. Wie kriege ich die Tür wieder weg? Muss ich das wirklich jetzt damit machen? Ja. Okay, Nase sagt vorsichtig, man reißt auch schon mal schnell das ganze Haus ab. Ich weiß, die Türen sind jetzt nicht genau da, wo die in der unteren Etage sind. Da kann man ja seinen Autismus perfekt ausleben bei sowas, wenn man dann das verstanden hat und dann noch Zeit hat. Und das Spiel dann auch fertig wird. So, hier, hier, hier. Mehr Copy-Paste wäre praktisch, dass man dann einfach ein komplettes Stockwerk einfach nochmal kopieren kann. So eine Funktion, es kann natürlich sein, dass es die gibt, ich die aber nicht kenne. Und wie sieht das dann aus mit den Treppen? Okay, G, hier sind ja zwei Treppen. Nächste Etage, dann sind hier auch zwei Treppen. Wie sieht denn das aus? Hier sind zwei Treppen. Hier sind zwei Treppen. Hier sind zwei Treppen. Hier sind... Diese Funktion scheint noch nicht ganz fertig zu sein. Kein Problem. So, jetzt wird das Ganze möbliert. Wir haben schon 5 Uhr. Tut sich schon irgendwas? Nö, also aber für die Zeit... Oh, er schläft. Bobby schläft. Aber ich kann Bobby auch nicht anklicken. Aber wir müssen uns hier um diese Dinger kümmern. Was war das? Bedroom. Genau, da kommen immer Doppelbetten rein. Hier Doppelbett. Doppelbett. Gibt es eine Taste dafür? Ach, Shift gedrückt lassen und scrollen. Das ist ja sehr angenehm.
gekommen sind. Moment mal. Diese Türen dürfen da nicht sein. Sonst kann man ja direkt in deren Schlafzimmer reinspazieren. So, als nächstes kriegen die nur das Nötigste. Und zwar kriegen die hier einen Kleiderschrank. Direkt dahin. Nein, es ist R ist drehen und Shift. So, wenn man es drauf hat, hat man es. Ist das wahrscheinlich sehr schnell, vorher noch nicht. So, Nacht ist. Nachtschrank ist Luxus, Computer ist Luxus. Hier einfach eine ganz normale Couch in den Living Room. Die kommt immer nach hier. Und nach hier. So, es triggert mich ein bisschen, dass das alles anders aussieht. Ich mache es wahrscheinlich gleich komplett einheitlich. Soll das ein Flachdach sein? Ich glaube, Flachdach war sowieso woanders. So, jetzt haben die alle eine Couch. Dann kriegen die, okay, die Kinder kriegen zumindest einen Fernseher. So, wo ist die Couch bei dem anderen? Ich glaube, ich muss mal so halb hoch machen. Direkt davor. Dann kriegen die viereckige Augen, wie man uns damals als Kindern gesagt hat. Sieht auch ein bisschen traurig aus, relativ großer Raum. Mit dem Maßstab bin ich noch nicht ganz konform. Wahrscheinlich daran, dann brauchen wir Esstische. So, Living Room, die essen dann einfach hier und hier. Hier und hier. Hier und hier. Und dann brauchen die wahrscheinlich noch Stühle. So, wieder zurück. Wo waren denn Stühle? Ach, hier sind so kleine Hocker. Gibt's, gibt's Fliesentische? So. Was für jeden jetzt? Oh, okay, mal gucken, ob die dann mit dem schiefen Stuhl da klarkommen. So geht das. Hoppala. So, den reißen wir ab. Wir haben ja gesehen, dass das Replatzieren von Gegenständen sehr, sehr merkwürdig gehandelt wird hier. So, Spannung, Spannung, Spannung. So, mal gucken, ob sich hier irgendwas... Ah, Leute bewegen sich. Der scheint sich fertig zu machen. Mal gucken, was er jetzt macht. Wer ist er eigentlich? Ich glaube, dazu muss das Menü zu sein, wenn er das ist. Das ist nicht er. Das hier ist der Sebastian. Der ist 20 Jahre alt. Der ist unemployed. Warum? Hier gibt es doch mehr als genug Arbeit mittlerweile. Genau, das ist ja der Bobby. Der arbeitet ja nicht mehr. Doch, er arbeitet. Er ist der Cashier. Aber er geht erstmal an den Computer. Sind da welche, die Bock haben, hier zu wohnen? Hier scheint auch keiner zu arbeiten. So, Bobby ist noch nicht auf der Arbeit. Was macht Bobby denn? Er guckt Wand. Activity, Home, ja. Current Action, Stand. Ja, Home ist auch einer meiner Lieblingsbeschäftigungen, wenn ich ehrlich bin. Die machen noch nichts. Ah, hier, das ist ja die Familie mit den vielen kleinen Kindern. Beziehungsweise Jugendlichen. Die sind ja so 14 bis 13, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber wir bauen mal weiter. So, Betten haben wir. Tische haben wir. Ah, hier fehlt noch voll viel. Okay, Lampe. Okay, das ist auch nochmal für jeden. Lampe. Ich weiß, ich kann die wahrscheinlich drehen. Da kann man ja mehr Zeit reinstecken als in Minecraft. Lampe. So. Des Weiteren brauchen die alle Kühlschränke. So, wir kriegen ihn alle nach da. Das ist auch deren Kitchen. So, nochmal gucken, ob sich hier irgendwas tut. So, ein Pet Shop. Ja, da kann ja auch Cashier sein. Kassenwart? Was ist denn Cashier eigentlich? Auf Deutsch. Einzelhandelskaufmann. Wahrscheinlich. Hier ist auch reger Betrieb. So, dann machen wir weiter, bis da mal was passiert. Jetzt braucht jeder einen Ofen. Okay, direkt in den Kühlschrank. Okay, bei euch steht die Lampe da, das heißt, hier muss ich ein bisschen umdisponieren. Ihr habt dann ein bisschen komische Küche mit nicht den effektivsten Wegen. So, hier ein bisschen variieren.
So, hier Spielmaschine ist reiner Luxus. Die kriegen die nicht. Die kriegen aber hier Zink. Das müsste auch bei allen. Oder blockiere ich den Ofen damit? Ich könnte mir vorstellen, ja, da kriegen die ihren Zink so ein bisschen woanders hin. So, kann ich dann deren... dann muss ich deren Ofen auch nochmal ein bisschen anders drehen. So, kaum baut man mal so ein bisschen nicht symmetrisch, hat man sofort Probleme. So, das nächste, was sie brauchen, ist natürlich... Ach, hier hat man eine Kombination. Sehr praktisch. Dann kriegen die alle diese Kombination, und zwar hier hin. Nicht alle, weil die wieder asymmetrische Lampen bekommen haben. Wahrscheinlich sollte man die Lampen zum Schluss machen. Und Nase sagt, die brauchen noch Fenster. Okay, also Dusche kriegen die keine? Oder kriegen die eine Gemeinschaftsdusche einfach im Hof? Okay, das wäre ein bisschen sehr fies. Die kriegen einfach ihre Duschen ins Badezimmer. Ich weiß, ich habe mit den Proportionen ein bisschen nicht gut aufgepasst. So, des Weiteren, die kriegen alle überall den gleichen Boden. Ja, die kriegen gleich noch Fenster, aber ich guck mal, ob sich hier so ein bisschen was tut. Hier ist nichts los. Hier glitzert das so ein bisschen. Ach, das sieht eigentlich... Das ist von dem Look her richtig gut gemacht. Das wirkt doch alles wie aus einem Guss. Also es ist schon hübsch dafür, dass Pixelgrafik ist. So, hier, Bobby Nelson ist immer noch nicht auf der Arbeit. Cashier. Job Zone ID 9. Property ID 9. Dann ist er wirklich wahrscheinlich hier im Kleidungsgeschäft. Der Cashier. Was macht die Familie mit den vielen Kindern? Ah, hier fährt was. Hier fährt was. Oh, es tut sich was. Es tut sich was. Rote Ampel. Und ich finde auch das Vogelgezwitscher im Hintergrund sehr angenehm. Und Bobby hat leider noch keinen Hund. Bobby kann sich ja wahrscheinlich dann hier einen Hund kaufen, obwohl hier sieht nur nicht so aus, als hätten die hier Hunde. Oh, Bobby macht sich auf den Weg? Los, Bobby, der erste Kunde ist da. Oder ist das halt vielleicht der zweite Einzelhandelskaufmann? Das ist... Ach, das ist die Sarah. Ach, die Sarah und der Bobby, die sind beide Einzelhandelskaufmann. Ach, jetzt kurz auf die Autobahn gefahren. Beide hier Einzelhandelskaufmann bzw. Einzelhandelskauffrau in dem Klamottenladen. Okay, warum fahren die mit dem Auto? Eigentlich müsste auch Bobby einfach nur auf die andere Straßenseite gehen. Aber vielleicht können die sich nicht anders bewegen. Nase sagt, das sind typisch Amerikaner, die machen das so. Die fahren alles mit dem Auto. Sieht doch witzig aus, wie sich die Autos bewegen. Ja, das ist Bobby, den kenne ich. Und was machen die? Oh, Cashier? Wie viele Cashier haben die? Wer ist er? Er ist auch... Wie viele Kassierer haben die für dieses kleine Geschäft? Mit was für einem Kundenaufkommen rechnen die bitte? Und die stehen irgendwie auch alle ineinander auf der gleichen Kasse. So, aber wir bauen mal hier weiter. Und na, sagt, ich soll mal gucken, ob hier dann auch noch weitere Wohnungen entstehen. Das kann nämlich auch mal gut sein. So, aber wir sind erstmal dabei, hier weiter einzuräumen. Was brauchen wir denn noch? Wir waren jetzt dabei. Die haben alle Wasserklosets, duschen in ihren Schlafzimmern. Ach, ich war dabei, hier überall den Boden in Holz zu verwandeln. Wahrscheinlich auch sehr praktisch, im Badezimmer Holzboden zu haben. Aber ich mich würde wundern, wenn das schon im Spiel implementiert ist. So, Außenwände. Außenwände... Nehmen wir mal hier Ziegel. Ach, Moment. Wenn ich Shift gedrückt halte, mache ich nur eine Partie. Und wenn ich das nicht mache, dann mache ich alles. Das ist ja sehr praktisch. Bei Sims war das ja umgekehrt. So, Innenwände habe ich, glaube ich... Die muss man erstmal hochziehen und dann... Nein, oder sind Innenwände was anderes? Türtypen? Ach, Fenster. Ach, da, jetzt brauchen die natürlich auch noch alle Fenster hier. So, Fenster, Fenster. Fenster... Fenster und Küchenfenster, Küchenfenster. So, sieht wahrscheinlich... Ah, stimmt, ich kann es hier sehen. Fenster, 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 Fenster. Hilft mir natürlich ein bisschen. Und dann kann ich das Ganze wahrscheinlich auch drehen. Fenster, Fenster, dreh, dreh. So, nach vorne braucht das keine Fenster. Nach vorne kann das einfach nur einmal so ein Block sein. So,
Nächste Etage. Nee, das war falsch. Drehen, drehen und Fenster, Fenster. So, sieht super hässlich aus. Das sieht wirklich aus wie so ein Sims-Haus, was ich damals in meiner Kindheit gebaut habe. Einfach riesige Häuser bauen, einfach gigantische Quadrate ohne Details, ohne nix. Mit richtig langem Laufweg, extrem ineffektiv. So, um die Treppen hatte ich mich bereits gekümmert, um das Dach. Das wird ein Flachdach. Warum gibt es das mehrere Male und es sieht mehrere Male komplett gleich aus? Ich glaube, das ist... Nee, das ist zu hässlich. Wunderschön. Wunderschön. Jetzt muss das Ganze begehbar werden, dadurch, dass ich einen Driveway baue, also so einen Parkplatz. Okay, Handy. Dazu muss ich als erstes mal auf die unterste Etage und dann muss ich das Ganze wahrscheinlich drehen und ich habe vorne einfach keinen Platz für einen Parkplatz. Wo ist der denn? Das sind Bäume. Ach, Mülleimer. Ach, ich kann den Mülleimer noch drehen. Das ist, der kommt dann hier direkt an die Tür. Genauso. Recycling Bin. Parking Meter. Ach, das ist eine Parkuhr. Hier nochmal. Und falls jemand eins Doggo hat. Jetzt wird das eng mit dem Parkplatz. Obwohl, hier habe ich ja noch Platz. Da mache ich den Parkplatz hier so an die Seite. So. Ah, hier kann ich auch die ganze Hauslänge. Und dann habe ich hier einzelne Parkplätze. Habe ich hier. Warum? Was soll das? Dann habe ich aber vor dem Haus noch Platz für so ein... Error. Cannot place object. Building is on the market. Was ist hier los? Cannot place object. Building is on the market. Delete short connection. Du... Ach, okay. Nase erklärt es gerade. Das ist... Moment. Ich darf hier an dem Gebäude nichts mehr ändern. Sobald eine... Verbindung zur Straße besteht. Die habe ich jetzt gelöscht und kann jetzt hier Sonnenliegen in den Garten flezen. So, was wollte ich eigentlich machen? Ich wollte halt hier so eine Bank hin. Und wo sind denn diese Campingbänke? Wo waren die denn? Ich habe doch hier diese... Das brauche ich nicht. Das ist Boden. Ja, hier kann dann so ein bisschen kleine Terrasse hin. Und da hier mal so Sträucher. Wo waren diese Blumenbeete? Das sieht eher aus wie Kürbis, aber wir haben ja sowieso Halloween, hier die Kürbisse hin. Passt. So. Jetzt muss ich nach hier, dann muss ich nach da, dann muss ich nach da, dann muss ich die Konnexion wieder herstellen. Dann, und dann kann ich Parkplätze bauen. So, hier mal gucken, was passiert, wenn ich hier einfach richtig viele dran klatsche. So, da geht natürlich nicht, weil da müssen ja die Fahrzeuge rein. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Nein, Nasentier, das ist ein gemeiner Witz. Okay, jetzt ist da einer, ist da schief, egal. Bisschen Schwund ist immer. Dann habe ich das, glaube ich, so gespielt. Jetzt muss ich mal gucken. Jetzt müssen noch ein paar Leute bei der Arbeit sein, oder? Wir haben mittlerweile 10 Uhr, also fast 11 Uhr. Die sind da im Geschäft. Kaufen die da auch was? Okay, das ist Bobby, den erkenne ich. Wollen wir wieder Auto speichern, sagt das Nase. Okay, Aufnahme läuft auch noch. Stimmt, Moment, jetzt kann ich das auch kopieren. Aber ich glaube, das kopiere ich erst, wenn die ersten Leute da eingezogen sind. Und das hat eine Connection nach da. Das ist jetzt nicht ganz so super praktisch. Jetzt muss ich messen. Oh, ich mag sowas gar nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und jetzt nochmal 9, damit ich das gleich daneben kopieren kann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nochmal 1, 2, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Klicken. Hier eine Straße ziehen. Oh, ich glaube, ich hab's versaubert. So, ich möchte aber erst wissen, ob das überhaupt funktioniert, bevor ich das kopiere und dann hier nochmal spiegelverkehrt einfüge. Direkt da dran, dann können sie sich gegenseitig direkt in die Küchen gucken. Ach nee, das hier, dieser etwas andere Rasen gehört ja auch mit dazu. Okay, hier in dem Geschäft ist was los. Bei der Tankstelle nicht. Im Fitnessstudio ist auch kein Licht an. Och, die Schule ist ja niedlich.
seine ganz kleine Dorfschule. Das war das Fastfood-Restaurant, da ist auch nichts los. Okay, Nase sagt, ich soll mal Folgendes machen. Ich soll mal dieses Auto-Low nochmal bauen. Und zwar nach hier. Das darf man erst bauen, wenn es ein bisschen größer ist. So, und? Ja, die werden sofort verkauft. Warum wollen die denn ihre eigenen Häuser bauen? Ich habe doch hier so ein schönes Ghetto-Haus gebaut. Aber wahrscheinlich habe ich irgendwas falsch gemacht und es funktioniert nicht. Man muss den Flur nochmal irgendwie anders bauen oder so. Das sieht so cool aus hier mit den Streben auch. Und hier ist ja auch schon ein bisschen was passiert. Vielleicht krankt das auch einfach daran, dass ich kein Lebensmittelgeschäft habe, kein richtiges. So, wir haben nur 15 Leute und die Nase meint, das ist sogar relativ wenig. Sie hatte mehr und auch nicht alle meine schönen Copy-Paste-Häuser hiervon. Sie sind ja auch nicht alle bewohnt. Aber ich werde es nochmal probieren, das hier trotzdem zu machen. So. Und zwar einmal speichern. Das hier. Blueprint exported. Jetzt haben wir das hier. Jetzt haben wir hier das zweimal. Density. Okay. Click on Zone to create. Blueprint created. Ah, hier ist es. Sehr gut, hier ist es. Aber ich möchte es drehen, bitte. Ah, dieses Auto drehen und das eigene drehen. Okay, jetzt muss hier, jetzt da, wo ich jetzt vorsichtig an meinen Monitor halte, eine Straße hinbauen. Ich halte hier meinen Daumen an die Straße, an den Monitor. Und ich hoffe, das war richtig. Das sieht aber extrem falsch aus. So, jetzt habe ich hier das. Und das hat natürlich nicht funktioniert. Ich habe mich um einen vertan. Darf ich jetzt eine Straße direkt daneben bauen? Nein, darf ich nicht. Das ist nicht einfach. Wie kill ich die denn? Irgendwie mit einem Doppelklick oder so. Das war doch 9 oder 1. Da steht jemand! Ich hab's geschafft, da steht jemand. Ist da jemand eingezogen? Ja, vom Dach ist er ja nicht. Hier ist niemand. Hier sind welche. Okay. Wer bist du? Ach, ich muss das Ding, das Fenster schließen. Der Michael mit 49 ist hier eingezogen. Und die... Ne, nochmal der Michael. Der sieht nicht aus wie Michael. Michael Sanders. Old Pops. Ach so, das ist ein Auto. Okay, er wohnt jetzt hier. Und er wohnt jetzt hier. Sie sind aber mit einem Auto gekommen. Nicht, dass jetzt eine Familie das ganze Haus hier bewohnt. Aber obwohl, ich habe wahrscheinlich irgendwas falsch eingestellt. Wahrscheinlich wird das hier als riesiges Haus bemessen, wo dann eine Familie wohnt. Was wollte ich machen? Ich wollte eine Straße bauen. Und zwar 1, 2, 3... 6, 7, 8, 9. Dann ist das hier. Und das ist, ich glaube, ein zu viel. Ich sehe hier sowas Rotes, Pixiges auf der Straße. Also nochmal probieren. Und zum Löschen, also zum Abreißen, muss man scheinbar doppelklicken. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und wo haben wir das gute Stück? Das ist hier. Und es passt, aber obwohl, ich möchte es so rum haben. Sehr schön. Und natürlich ist alles random. Und das Nasentier sagt, man kann was Witziges machen, indem man das irgendwo hinhält und dann E gedrückt hält. Party hard. Ach, das wird durchgecycelt, damit es so ein bisschen random ist. Hier, Partyhaus. Wäre cool, wenn es immer so aussähe. Also das hier hat noch gezählt. Das kann ich wahrscheinlich noch später zubauen. Hier ist noch jemand. Samantha Sanders. Okay, das ist wahrscheinlich dann seine Frau. Und er fährt auch schon wieder weg. Oder was macht er da? Ja, er fährt auch schon wieder weg. Wahrscheinlich hat es ihm nicht so gut gefallen. Oder er fährt zur Arbeit. Mal gucken, wo er hinfährt. Ich würde sagen, auch so 30 Minuten für diese Folge müsste irgendwie hinkommen. Das sind garantiert Kürbisse, diese Teile hier. Mach mal die Wände wieder hoch. Und da ist dann doch nichts gebaut worden. Ich habe 18 Bewohner, aber hier arbeitet jemand. Was war das? Das war die Infirmary, oder?
Nee, das ist das Restaurant. Das ist das Restaurant mit diesem riesigen Bierkrug, den ich aber auch nur sehen kann. Den ich gar nicht sehen kann. Oder ich habe was anderes gebaut, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Moment mal. Das Ding ist doch eben automatisch entstanden. Das ist doch relativ genau das Haus, in dem der Bobby wohnt. Hier auch hier mit der Anlage, hier mit dem Fernseher, hier mit den Lampen, mit den zwei Schlafzimmern. Also können die auch... Ach so, diese Übersichtsansicht, die hatte ich schon fast vergessen. Also können die auch zufällig das Haus bauen, welche man selber erstellt. Das heißt, wenn ich jetzt selber Häuser erstelle, können die auch selber bauen. Das, was mich am ehesten stört, ist, dass sie ihre Häuser nicht selber möblieren, denn man muss den Leuten hier entweder alles abnehmen, also entweder dürfen die sich selber ein eigenes Haus bauen, von sich aus, oder man muss denen wirklich sagen, wo die Lampen zu stehen haben. Obwohl, meckern auf hohem Niveau, das Spiel ist ja noch nicht ansatzweise fertig. Hier scheint auch niemand zu wohnen. Das liegt wohl größtenteils daran, dass sie nichts zum Einkaufen haben, weil das Nasentier leider hier die Grocery Presets gelöscht hat. Ist natürlich auch interessant, wie kriegt man die wieder, wenn man die löscht. Es gibt... Ja, das ist mir relativ klar, dass das die vom Entwickler vorgefertigten Sachen sind, die man hier größtenteils bauen kann, zum Beispiel im Office. Dass sie, wertes Nasentier, an dem einen Tag nicht das hier erstellt haben, das ist mir klar. Nicht, dass sie das nicht könnten, wertiges nasiges Tier, aber es ist halt sehr unwahrscheinlich. Occam's Razor. Wohl, Moment. Nee, hier gibt es dann doch ein paar Abweichungen. Die haben diese Terrasse nicht, außerdem sind die Räume kleiner. Das ist doch nicht das Haus. Obwohl es wirklich von der Aufteilung extrem nah rankommt, aber es ist deutlich kleiner. Und hier wohnt jemand. Hier wohnt jemand. Wo wohnt er denn? Ach, Shift und... So denn? Population 1. Total Force 3. Property ID 31. Ah, hier sehe ich, wie groß es ist. Der Owner ist Jack Bright. Samantha Sanders... Und Michael Sanders. Parking Space Zero? Ach, das sind meine Büros, oder? Office and Admin Zone. General Office. Die haben aber schon einen Employee, zumindest hier. Mal gucken, ob ich den auch sehen kann. Macht der was? Der scheint nicht da zu sein. Aber hier im Klamottenladen arbeiten ja 6 Leute. In dem kleinen Laden 6 Angestellte. Okay. Kann man machen. So. Na, sagt, ich soll nochmal ein bisschen mehr Autosons. Okay, jetzt sehe ich genau, wo ich die Zones dann erstellen darf. Mal gucken, ob dann hier welche sich noch Häuser bauen. Denn dann wird die Folge auch schon zu lange. Ich habe jetzt nichts mehr, was ich groß machen könnte, außer mir das hier anzugucken. Ich mache einfach hier überall, dass sie hier überall bauen dürfen. So, hier. Gönnt euch, fleht's hin. Machen die sogar. Okay, ich darf nicht zu schmal, aber allerdings... Ich darf nicht zu schmal, auch nicht zu lang bauen. Okay. So, hier hinten passt das nicht mehr hin. Hier wird noch was gebaut. Ich finde das cool, wie das so langsam anfängt. Ich finde das sehr interessant, wie die sich langsam aufbauen. Aber hier habe ich was falsch gemacht. Das muss man wahrscheinlich nochmal anders machen. Oh, daneben direkt auch verkauft. Haben wir noch ein bisschen was zu gucken. Fenster, Fenster, Fenster. Auch sehr eckig. Die anderen? Nee, das sind die Büros. Die anderen automatisch gebauten Häuser. Wo waren die? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was. Das erkennt man ein bisschen schwierig. Kann man sich das irgendwie highlighten lassen hier? Sieht man nicht so ganz so gut. Wie die einfach so ein halbes Ghetto alleine bewohnen. Wahrscheinlich braucht man andere Türen, so Haustüren und Wohnungstüren dann. Oder muss man das nochmal anders kennzeichnen? Okay, Nase sagt, es gibt vorgefertigte Hochhäuser, die sie allerdings gelöscht hat. Diese vorgefertigten Hochhäuser, die werden dann wirklich von sehr vielen Familien bewohnt. Da sind dann auch die Parkplätze voll. Übrigens könnt ihr euch aktuell das Spiel hier auch selber nochmal angucken.
Denn das Ganze ist als Demo verfügbar und die bauen ja selber komplett nah aneinander. Okay, wenn ich das mache, ist das okay, aber hier der Computer. Oh je, der guckt dem anderen jetzt schön in die Küche und ich verlerne langsam das Sprechen. Das ist aber das genau das gleiche Haus, was er da oben hat. Auch hier zwei Schlafzimmer. Das ist auch genau das gleiche. Mit der einen Box im Wohnzimmer. Das ist es auch hier. Zwei Schlafzimmer, eine Box im Wohnzimmer. Aber ich habe damit... Nee, ich habe keine zwei Schlafzimmer gebaut. Da kann der Computer genauso viel Mist machen wie ich. So, Autosave successful und 20 Bewohner. Mal gucken, wer wohnt denn hier? Perry? Patterson? Sanders? Wilson? Hier wohnt ja der Bobby alleine und hier die Sarah Jenkins. Hier fleißig weiter bei sind, Klamotten zu verkaufen. Tut sich denn hier im Pet Shop was? Nein. Okay, zwei Jobs, keine Angestellten, zwei offene Jobs und 7 Parkplätze. Hier Gas Station. Da ist auch keiner. 11 Jobs. Wie sollen denn hier 11 Leute unterrichten? Und welche Kinder überhaupt? Ach ja, hier die Kinder von den Jennings, oder war das? Nee, die wohnen hier. Ne, von den Perrys. Ja, da es hier allerdings auch nicht mehr viel zu gucken gibt, würde ich dann sagen, ja, vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch das Ganze gefallen hat, könnt ihr hier meinen Kanal abonnieren. Ich gucke mir öfter mal solche Spiele an. Dann könnt ihr darunter ein Video von einem anderen Kanal gucken und dann zwei Videos von mir gucken. Und dann nochmal der Hinweis auf Instagram und Twitter und mein Discord. Dann nochmal vielen Dank fürs Zusehen und bis zu den nächsten Folgen. Ich gucke mir das auf jeden Fall an, wenn es fertig ist, würde ich sagen.